Und dann muss man ja auch überlegen, wie verarbeitet man seine Dämonen. Das heißt, man kennt das ja auch aus dem Privaten. Man schreibt ja manchmal auch ein Tagebuch auf und weiß dann, dass es einem danach etwas besser geht. Und was man zwischen zwei Buchdeckeln aufgeschrieben hat, ist eben ein Stück auch verarbeitet. Und bei mir hat dieses Aufschreiben dessen, was ich erlebt habe, einmal mir selber Kraft gegeben. Also mir selber hat es geholfen bei der Verarbeitung. Und weil ich selber aber auch so viel Zuspruch bekommen habe von sehr vielen anderen, die auch erkrankt sind, wollte ich natürlich auch etwas zurückgeben. Mir ist so viel Mut zugesprochen worden von Menschen, die ich nie vorher kannte. Mhm. Und von Weggefährten, auch von Konkurrenten. Und da möchte ich ein Stückchen auch zurückgeben. Und ich weiß, dass es ein Buch geworden ist, das nicht Krankheit und Tod in den Vordergrund stellt, sondern das Leben. Das Leben, das wunderschöne Leben, das wir, glaube ich, manchmal nicht genug schätzen, wenn wir hier auf der Erde sind. Wir regen uns über jede Kleinigkeit auf, wundern uns, worüber wir uns dann aufgeregt haben, im Privaten wie im Beruflichen. Und eigentlich, wenn man so eine Krankheit durchlebt, hoffentlich überlebt, dann lernt man erst das Leben richtig schätzen. Sie waren 52, als Sie diese Diagnose bekommen. Ich habe das eben kurz angedeutet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ist für mich einer der berührendsten Momente überhaupt auch meines beruflichen Lebens, genau diese Situation. Also wir beide sitzen hier in diesem Studio und ich erlebe einen ehemaligen Außenminister, den ich vorher schon einmal erlebt hatte, sehr angespannt, sehr gestresst und sich der Verantwortung, die er trägt, absolut bewusst. Und erlebe dann jemanden, der befreit ist, der gebräunt ist, ein paar schöne Tage auf Mallorca verbracht hatte oder auch auf Sylt möglicherweise. Und der sich freut auf ein neues Leben. Und wir beide sitzen hier und reden darüber, über diese Perspektive und ahnen nicht, was in diesem Moment in Ihrem Körper vor sich geht. Und wir hören noch mal ganz kurz rein. So haben Sie damals das, was Sie sich vorgenommen hatten, so haben Sie das damals beschrieben. Herr Westerwelle, ich wollte es ehrlich gesagt anders anfangen. Ich wollte Sie eigentlich fragen, wie geht's Ihnen? Mir geht's gut, danke schön. Vielen Dank der Nachfrage. Schauen Sie mal, ich bin ein halbes Jahr gerade mal aus der Politik raus. Ja. Freue mich auf mein neues Leben, gestalte mein neues Leben. Und dann ist es doch geradezu unmöglich zu sagen, willst du in 2 Jahren schon wieder rein? Ich habe solche Pläne nicht. Mhm. Aber wenn Sie mich fragen, schließen Sie etwas aus? Kann ich nur sagen, noch mal, ich bin 52. Mhm. Ich habe noch vor mindestens 25 Jahre, hoffentlich 30 Jahre, aktiv durchs Leben zu gehen. Ja. Was weiß ich, was noch kommt.